Guck mal, Steven, ich habe ein Keyword gefunden. Wow. Spiel mir was vor. Oh mein Gott, du bist so talentiert. Das gibt uns jetzt plus 10 Attack. Let's go. So, letzter Tag Seven vs. Wild. Gestern haben wir ganz viele Höhlen geraidet, um so eine blöde Keycard zu kriegen. Und heute machen wir was ganz anderes. Wir raiden Höhlen mit Möbeln drin. Und da vermöbeln wir noch Leute. Ein Gollum hat mir geflüstert, dass Fritz Meinecke fürs Ende eine große Enthüllung vorbereitet hat. Kurz bevor ich ihn enthauptet habe. Hey Ricardo, ist das hier nicht diese eine Höhle, wo man eine Keycard benutzen könnte? Ja, Mann, lass reingehen. Es hat funktioniert. Ey, da brauche ich ja meine Keycard gar nicht. Oh, ist das ein fancy Sportbereich? Also so ist doch Höhlenerforschung ganz nice. Der hat sich ja sowas von totgeliftet. Komm mal erstmal zu mir, Alter. Babys töten. Du hast einen komischen Fetisch entwickelt, seit du Vater bist. Gefährlich hier. Wer lässt seine Babys in der Nähe vom Pool unbeaufsichtigt? Wirklich mal, die können ertrinken. Mega gefährlich. Psst, Steve. Da hinten sind Menschen. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Die sind nackt. Oh, ich mag nackte Menschen nicht. Wollen wir sie umbringen? Psst, komm zurück. Wir können doch von hinten einfach totschießen. Flup. Oh, das war viel zu. Ich habe hier kein FKK-Schild gesehen. Das ist verboten. Wir sind hier immer noch auf Sylt. Alter, so bedient man das Gerät nicht. Wenn es eine Sache gibt, die ich mehr hasse als nackte Menschen, sind es nackte Menschen, die Sportgeräte falsch benutzen. Ich habe eine GoPro gefunden. Oh. Die ist irgendwo jetzt... Ah, da ist sie. Ist sie von einem anderen Mitstreiter? Guck hier mit drauf. Ja, ich sehe es. Oh, da brät jemand ein Ei. Ja. Mhm. Oh, jetzt schießt er. Okay. Ich kann alles sehen. Was schießen die denn da? Ja, da wurden ein paar Leute geopfert. Einem Gott oder der Wissenschaft? Der Pistole. Hier ist ja noch eine Tür. Ja. Ah! Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Fass mich nicht an. Warum habe ich einen Stock in der Hand? Kaum steht eine nackte Frau vor mir, habe ich einen harten, dicken Stock in der Hand. Was soll das? Wollen wir uns kurz irgendwie hinschillen und einen Film gucken? Irgendwie? Ich will erstmal diesem Typen die Kettensäge aus der Brust ziehen. Oh, die ist aber klein. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Anzahl der Umdrehungen pro Sekunde. Da ist ein Schrubb-Schrubb. Schrubb-Schrubb. Ein was? Ein Schrubb-Schrubb. Wusstest du eigentlich, dass Helikopter aus zwei Wörtern besteht und nicht die du denkst? Was? Aus welchen zwei Wörtern besteht Helikopter, hm? Helium und Cock. Das ist immer voll langweilig, wenn Leute die Fun Facts schon kennen. Ja, ich glaube, der fliegt nicht mehr. Mit dem kommen wir auf jeden Fall nicht weg. Na gut, dann müssen wir weiter zu Fuß. Der Schneesturm. Er wird immer stärker. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Rick. Lass mich einfach liegen. Okay. Gibt es hier zufällig auch ein Bett? Ich bin nämlich verdammt müde. Leute, könnt ihr ein Bett freimachen für mich, bitte? Warte mal. Ich mach dir ein Bett. Oh, okay. Guck mal. Hier, mitten in die Blutlache. Oh. So stelle ich mir ein Bett vor. Lass uns hier rein, endlich. Okay. Ja. Oh. Weed. Botanischer Garten. Weed-Plantage. Oh, nice. Wir müssen nie wieder diese Höhle hier verlassen. Alles, was wir zum Leben brauchen. Ja. Drogen und noch mehr Drogen. Flüssigdrogen, Qualmdrogen. Fehlt nur noch Drogen, die wir uns in den Arsch stecken können. Oh ja, aber hier finden wir bestimmt noch was. Oder so eine Salbe, die wir irgendwo uns reinschmieren können. Oh, Babys. Stirb. Was liegt denn hier? Oh. Energiemischung. Was? Ein Dildo? Nee, eine Armbrust. Okay, es ist auch eine Dildo, wenn man Bock drauf hat. Guck mal, der Wodka ist ausgelaufen. Wenn man in so viel Wodka schwimmt, brennt das dann im Arsch? Ich hoffe doch. Ich habe mir noch nie einen Wodka reingelegt. Wird höchste Zeit jetzt mal. Ah. Wird man dann besoffen, wenn man dann über den Anus und Sachen aufnimmt? Boah, Frösche oder sowas, die sind doch so, dass die über die Haut auch atmen. Wie krank muss das sein? Also man nimmt es nicht einfach so über den Anus auf. Wenn ihr aber wollt, dass ihr es über den Anus aufnimmt, dann braucht ihr erstmal gute Kontrolle über den Schließmuskel und einen Freund, der euch bereit ist zu helfen. Der muss dann mit beiden Händen hin... Oh, hier ist ein Überwachungsraum. Was? Sylt wird überwacht? Oh, da schillen Leute und... Oh, the fuck? Das sah komisch aus. Ah, das ist nicht live. Oh, ich dachte schon. Wo sind die? Müssen wir die töten? Nee. Oh, was ist hier? Eine Karte. Virginia Puffton-Karte. Virginia hat ihre Karte verloren. Können wir ihr wiederbringen? Ich höre Musik, Steven. Ist es der Tanzsaal? Ein Partyraum. Nice. Ach, ist das der Raum, wo die sich hier alle verwandelt haben? Den wir gerade gesehen haben. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Longboy? Der ist ja länger als meine Katze. Hier kommen welche. Oh nein, es sind die Pufftons. Was?
Alter, die hüpfen wie Katzen, die Hütchen essen und Hasen sind. Oh, was war das für ein fucking Move, Alter? Die hat so ein Helikopterwirbel-Shit-Ding gemacht, Alter. Das ist nicht mal mehr Karate, das ist Karate 2.0. Ich hab ihn geköpft, ich hab ihn geköpft! Was? Wie mit einem die dich an, Alter, du Schlampe, Alter! Kannst du doch nicht einfach Schlampe nennen, sie ist eine Dame. Nein, Mann, Alter, sie experimentiert an mutierten Menschen, Alter. Das ist das, was Schlampen machen, ey. Ach so, das ist die Definition. Ja, die hat einen Bodycount auf jeden Fall. Aber die schlechte Variante. Ich hab sie! Ich hab sie! Oh. Down ist sie gegangen. Ob Virginia dann merkt, wenn wir sie das nächste Mal treffen, dass wir ihre Eltern als Rüstung tragen? Ich hoffe doch. Es zeigt nur Dominanz. Ja, das findet sie bestimmt toll. Ja, das habe ich von Andriff Tate gelernt. Der kennt sich nämlich aus mit Frauen. Das war's also mit den Puftons. Ja. Na dann. Okay. Oh mein Gott. Endlich, der Ausgang. Der Schnee ist weg. Was? Holy shit. Was hast du denn da auf dem Rücken? Du siehst aus wie James Bond. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber dann by doing, oder? Ja, learning by doing, do the thing. Okay, hier scheint, als könnte hier eine Learn-to-Doing-Area sein. Einfach und Springeling ding ding. Oh. Okay, das ist... was drückst du? Ich bin tot. Was hast du denn gemacht? Was hast du gemacht, dass es funktioniert hat? Nichts. Da sieht's interessant aus. Ich glaube, da ist was. Ich glaube, da ist was. Da kann man graben. Sag mal, bist du da gespawnt? Ich habe keine Ahnung, wo ich gespawnt... Du bist da gespawnt, wo ich hin will. Mein Geist wusste schon, wo er hin will. Dann kannst du ja schon mal buddeln. So ein Flugzeug, was noch nicht landen darf. Kann hier oben, glaube ich, landen, oder? Okay, landen war gar nicht so schwer. Geht das schon? Ich glaube, jetzt geht's, oder? Nee. Wann denn dann? Wann ist ein Loch? Keine Ahnung, wenn du deine Faust reinstecken kannst. Kein Loch? Kein Loch? Kein Loch? Loch. Was ist da drin wohl erwartet? Maintenance. Das sieht ja aber nicht so schön aus. Noch nicht fertig einfach. Oh, aber das sieht schön aus. Was ist das? Eine Bohrmaschine? Piu Piu. Was? Hä? Haben wir sowas nicht schon? Ja, aber das ist eine größere Piu Piu. Boah. Scheiß auf, was Steven sagt. Größer ist besser. Komm, Steve, komm. Lass den Typen da. Was? Oh, lass sie was wollen die von uns? Die sind zu fett, um durch diesen kleinen Schlitz hier durchzupassen. Zum Glück habe ich Schlitzformen und komme gut durch Schlitze. Höhle. Kohle. Ich sehe nichts. Ups, und Office. Schön. Ich mag ja diesen industriellen Look. Was ich nicht mag, sind die Geräusche hinter dieser Tür. Muss nachgucken. Oh! Deine Mutter ist wieder da. Nein, bitte nicht. Oh, sie wird mit den Geschwistern um. Das ist aber nicht nett. Hier ist was. Was passiert hier gerade? Ja, siehst du doch. Who is? War das nicht Dave aus der ersten Staffel? Safe in Cube. Heißt das, wir sind sicher im Cube oder ist es ein Safe in Cube? Ist es mit V oder mit F geschrieben? F. Dann ist es ein Safe. Oh, cool. Was ist das? Ja? Das gefällt ist, mir. Ist nicht wirklich ein Katana. Fick ja, es ist! So, ist hier irgendwas zum Metzeln? Ist hier vielleicht was zum Metzeln drin? Hier sieht schon schleimig aus. Oh ja, da ist was zum Metzeln. Metzel. Oh ja, okay. Oh, man kann so schnell metzeln. Oh, wie schnell er tot ist. Eine rosa Lampe, okay. Warte, können wir ihn rauslassen hier? Ist es nicht der Sohnemann? Oh ja, lass uns ihn rauslassen. Die haben ihm seine Waffe gelassen? Oh! Nickt er uns gerade zu? Scheinbar, ja. Oh. Ist es eigentlich eine besondere Feuchtigkeitsmaske, die du aufhast? Ich habe eine Maske auf? Ja, eine richtig schöne Feuchtigkeitsmaske. Warte, ich lege meine auch an. Dann siehst du sie auch. Warte. Sie glänzt so schön. Diese Maske. Okay, dann suchen wir mal den Boy, oder? Spürt Jesus, Motherfucker! Jesus! Ich kann ihn spüren! Jesus, verbrennt dich! Jesus, Bitch! Guck mal, ich hab einen Halb-Jesus. Digi, du hast meinen Effekt zerstört. Jetzt mehr. Denken alle, Jesus hat ihn nicht getötet, sondern dein Katana. Aber ich hab ihn mit Jesus getötet. Oh, eine Kamera. Oh. Okay. Oh, sehr merkwürdiges Videomaterial, was hier der Fritz hier uns hinterlässt. Ehrlich gesagt, das ist ganz schön gruselig, durch so einen dunklen See zu schwimmen. Wenigstens gibt's in Seen keine Haie. Sicher? Nein. Was für ein schöner See. Lass uns ihm den Rücken kehren und hier reingehen. Oh, okay. So eine dunkle Höhle ist doch viel gemütlicher. Ja, Mann, ich bin Gamer. Ich stehe drauf. Kein Licht. Nice. Nur mein RGB-lila Licht. Und Schweiß.
Warum zum Fick ist hier ein Boot drin? Das passt hier gar nicht rein. Das ist wie diese komischen Flaschen, wo sie erst das Boot bauen und dann die Höhle drumherum. Ich meine, das passt doch da gar nicht durch den Schlitz rein. Was soll der Scheiß? Woher wissen wir eigentlich, dass wir hin müssen? Ich mache einfach nur... Aber irgendwas ist da. Gold! Goldene Dance People, die tanzen. Wow. Cool. Warte mal, heißt das, wir müssen unsere Goldmaske aufsetzen? Es sieht nicht so aus, als wäre das eine Tür oder sowas. Dann müssen wir einfach die nächsten Goldzeichen finden wahrscheinlich. Das sieht ja interessant aus. Oh. Okay, warte, jetzt müssen wir alle Vokale benutzen. I, Ü, Ö, L. Ah, ja. E. I. Alter. Aua. Mein Glück ist hier unten Wasser. Mein Arsch ist ganz aufgeschürft. Wollt ihr mal sehen? Brenn, du Fixer. Ja, nein, er kann nicht brennen im Wasser. Oder doch? Wow, er brennt im Wasser. Das ist effektiv. Ricardo, schau. Da ist ein Goldmann. Oh, wir können es nehmen? Ja, na klar. Ich habe eine verfickte Goldrüstung? Wie unglaublich fucking kräftig ich bin. Ich meine, überleg dir doch mal, was das hier gerade für eine absolut abnormale Leistung ist, was ich hier gerade mache mit einer Hand. Das musst du deiner Mama zeigen. Wenn ich das meiner Mama zeige, dann ist sie, oh, wenn du so stark bist, dann kannst du mir XY hochtragen und das machen und dies machen. Jahrelanges Training. Jeden Tag. Mehrfach. Ich hab nicht mehr zu sagen. Oh mein Gott. Endlich frei. Ja, endlich. Oh Gott. Es war eine Horrortour. So. Aber hey, wir haben immerhin nicht nur eine goldene Rüstung, sondern auch ein Nachtsichtgerät gefunden. Oh ja. Oh mein Gott. Ich sehe alles, Ricardo. Oh, Wasser. Ich sehe alles. Aber wo zum Fick sind wir jetzt gelandet? Wir sind einmal durch den Berg durch. Hey! Mann, Bergsteigen ist gar nicht so schwer. Shit, wie bist du da hochgekommen? Einfach hüpfen. Das war irgendwie, 13 Menschen sind bereits auf dem Mount Everest gestorben. So, Alter. Wissen die nicht, wie man hüpft? Sind die dumm oder so? Du hast keinen Schlitten, wa? Nein. Tja, Pech. Okay, vielleicht hab ich doch nicht so Pech. Das sieht gefährlich aus. Ich hätte gerne den Gleiter wieder. Obwohl. Da ist ein Gleiter. Lol. Da ist einfach ein Gleiter, wo du sagst. Komm zu mir. Ja, du musst vorfliegen. In die Richtung. Okay. Und. Hui. Und. Na, es funktioniert wieder nicht. Okay, hier sind Docks und Helikopterlandeplätze in einem. Merkwürdig. Du bist so viel weiter als ich. Ich hab's geschafft. Ich bin da. Okay, los weiter. Keine Zeit zum Ausruhen. Oh, hier ist Kunst. Oh, ist dazu auch Geschichte zu der Kunst? It's a holographic tree. Da ist der Cube. Überall sind diese Cubes. Also es sind scheinbar Aliens hier, oder? Also es muss doch Aliens sein. Ich meine, es gibt doch keine andere Möglichkeit, oder? Es ist alt, es ist gleichschenklich. Aliens. Also das sieht aus wie ein sehr nettes Wohnzimmer. Oh mein Gott, das ist das beste Wohnzimmer. Das ist doch mal eine Fernsehergröße. Oh, hier ist was durchgekommen. Ricardo, im Badezimmer geht's richtig ab. Oh, und rein. Okay. Ah, das ist eine Tür? Und warte mal, da braucht man eine Hand für? Haben wir eine Hand? Oh. Hä? Jetzt haben wir die goldene Rüstung angelegt. Oh, und wir stecken ineinander. Oh nein. Oh. Zeig, wie du aussiehst. Du musst so cool aussehen. Also du siehst aus, als würdest du zu einer Fetischparty gehen. Also schon nicht schlecht von Fritz, dass er in die Hölle gegangen ist und ein paar Demons gefangen hat und sie hier ausgelassen hat. Also das ist, muss man ja mal machen, ne? Meine Theorie ist immer noch, er hatte Sex mit Aliens. Ey, der wird geschossen. Ist es der Boy, den wir befreit haben? Oi. Was? Wahrscheinlich. Oh, der ist das Viech, was da aus dem Bad rauskommt, ist ein bisschen größer. Oh, erstmal die Kleinen töten. Oh ja, brennt alle auf einmal, nice. Jesus. E-Effekt. Oh, der Fat Boy ist an die Decke gegangen. Oh nein, er ist an der Decke. Mal sehen, ob der überhaupt Jesus sich ficken lässt. Oh, ich glaube, der sieht nämlich nicht so. Oh nein, der springt auf mich. Oh, okay, ja, er lässt sich jeezen. Er lässt sich jeezen. Spür meinen Jesus in your pants. Ach nee, der hat gar keine Pants. Jeez, your pants. Jesus, your pants, genau. Ich mach den kleinen. Au, oh, fuck. Ich bin beschädigt. Ich bin tot. Du musst mich wiederbeleben. Beleb mich wieder. Ja. Nice. Ich gebe mein Bestes. Ich habe noch ein bisschen Leben. Entgeesiniert. Ich bin wieder tot. No. Wirklich? Ah. Auf mit dir. Er geht weg, er rennt weg.
Er ist an der Decke. Oh, er hat Fritz Meinecke dieses Ding aufgetrieben. Das ist sein Sohn. Ich hoffe doch nicht. Der Roundhouse-Kick geht mir so auf den Sack. Lass mich in Ruhe, verdammt. Oh, ich wollte doch nur Medizin essen. Kannst du mich wiederbeleben? Jetzt stirb doch endlich. Das brennt doch schon die ganze Zeit, Alter. Würde mein Schritt so sehr brennen, wäre ich auch tot. Oh, ich dachte schon, wir hätten ihn soweit. Ja, sah gerade so aus, ne? Oh. 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 Also ich werde nicht sagen, ich habe ihn getötet, aber ich glaube, ich habe ihn getötet. Also wenn das jetzt Fritz Meinekes große Überraschung für den Schluss war, dann bin ich schon ziemlich enttäuscht. Das war ein Furz. Okay, dann lass den Typen. Wo ist der überhaupt weg? Hin? Och man, er war gerade noch hier. Hier scheint es aber immer weiter zu gehen. Ja, er hat auch Schlitzgröße. Deswegen kann er hier also durch. Also das Viech gerade eben hat auf jeden Fall keine Schlitzgröße gehabt. Ah, das sieht aus wie ein Cube. Oh, okay. Okay, hallo erstmal. Wir haben wirklich keine Zeit mehr. Oh, wir sind drin! Cube Time! Oh, schöne Uhr, die du da hast. Okay, müssen wir uns jetzt entscheiden für irgendwas? Keine Ahnung. Ich merke nur gerade, ich habe ein Tauchergerät auf. Was passiert hier, Ricardo? Okay. Oh! Warte mal, ist es... Wo kommt Kelvin her? Ich dachte, Kelvin wäre tot. Warum sind wir in Cyberpunk? Fritz Beinekes kleine YouTube-Base. Also meine Minecraft-Base sieht besser aus. Das sollte da mal ein paar Pflanzen hinpacken und ein bisschen Baumehl die Blüten blühen lassen und so. Was ist das für eine graue Scheiße? Sind wir noch auf Sylt? Ist das, was passiert, wenn du die Punks nach Sylt lässt? Oh, jetzt sind wir hier. Und der Dad ist wieder da? Nachdem er angeschossen wurde. Also irgendwie fehlt eine Lücke in der Story. Und Sandra? Ah, okay. Wow. Oh, hi. Hallo. Warte, da ist Zeug auf dem Boden. Ja, unser Rucksack. Warum ist es jetzt auf einmal dunkel? Ich raff gar nichts mehr, Ricardo. Ich bin einfach nur... Werden wir jetzt abgeholt von Seven vs. Wild oder nicht? Warte mal. Oh mein Gott, du bist reingesprungen. Du dummer Idiot. Nein, sie sind weggeflogen. Sie fliegen weg! Sie lassen uns einfach hier! Haben wir irgendwie verpasst, einzusteigen? Warum lassen wir uns... Arschlöcher! Ich hasse euch! Geht doch nach Hause! Ihr Husos! Also irgendwie bin ich enttäuscht. Nun gut. Hast du Fritz Beinekes? Ich hab kein Handy. Oh shit. Ja, netter Urlaub, nettes Erlebnis. War aber schön, so ein paar Mutanten zu töten, aber... wäre jetzt cool, wenn ihr uns abholen könntet. Also langsam wird mir ja langweilig. Ich habe langsam keine Lust mehr. Ich würde gerne wissen, wie groß mein Baby geworden ist. Wäre cool. Ja?